Moin, ein, zwei Worte von mir heute einmal zu diesem kleinen Tablet. Das Ganze ist ein Kindertablet. Es schimpft sich Kindertablet 8, was auch immer die 8 da genau bedeuten soll. Wer sich noch nicht so mit diesem Kindertablet auskennt, im Prinzip ist es eigentlich ein normales Tablet, was ja mit ein bisschen extra Funktionen daherkommt, was so die Einstellung angeht. Aber primär wird es zum Kindertablet umfunktioniert, indem man ganz einfach eine Hülle darum packt. Ja, so muss man sich das im Endeffekt vorstellen. Kommt natürlich auch relativ preiswert daher. Wir sehen das hier schon, die Hülle. Das ist dann immer so ein kleines, ja, kleines unauffälliges Hüllchen. Hier eben aus diesem silikonartigen Material. Besonders gut gedämpft an den Ecken, da wo immer sowas mal gern runterfällt. Ich kann das hier ohne Probleme auf den Tisch hämmern. Da passiert nichts. Das ist tatsächlich was, was das tut, was verspricht. Wir haben hier eine kleine Hinstellfunktion und eine Kamera ist natürlich auch hier mit drin. Dann ja, ganz klassisch USB-C. Dann kann ich hier mal zeigen. Hier an der Seite sehen wir das. Wir haben hier auch einen Headphone-Jack. Na, willst du wohl scharf? So. Und einen SD-Anschluss und eben entsprechend. Und ich kann auch einmal zeigen, dass es halt ein ganz normales Tablet ist. Das ist hier einfach nur so reingesetzt, ja. Komplett rausholen. Ich glaube, ist soweit klar. So, das Ganze ist jetzt ganz praktisch. Das haben wir schon ausgesehen, wie ich den Powerknopf hier ausgelöst mit der Hülle, als wir es rausgenommen haben. Jetzt bootet das schon mal. Das hier kann ab. So, und Smart Life within reach. Alles klar. So. Warten wir kurz einmal, dass es gebootet ist, dann können wir uns nämlich nochmal ein, zwei Sachen hier angucken und dann ist es eigentlich auch schon ganz gut gesagt und getan. Wir haben hier die Aussparung auch in der Hülle, ist natürlich ganz wichtig, damit der Sound hier auch vernünftig rauskommt. So, das Ganze sehen wir hier schon, ist klassisch Android. Wir lassen erstmal die Pre-Einstellungen, also wir bleiben auf Englisch. Ist natürlich alles anders möglich, wir bleiben offline. Weil wie Android funktioniert, glaube ich, weiß mittlerweile so ziemlich jeder. Deswegen brauchen wir das nicht komplett einrichten. Ist bei allen Geräten immer dasselbe. Google kann machen, was sie wollen für unseren Zweck hier. So, brauchen wir auch erstmal nicht. Ein Screenlock, Skip. So, und dann sind wir auch schon drin. Was hier erstmal auffallend ist, ich finde die Farbsättigung für so ein günstiges Gerät wirklich gelungen. Wir haben hier keinen unschönen Pixelkram zu sehen, sondern es ist soweit alles in sich stimmig. Und Shortcuts haben wir hier auch, beziehungsweise unser App-Menü. Ups, da gehen wir gleich hin zu den Einstellungen. Erst nochmal weg. So, und ansonsten haben wir hier oben unsere Widgets. Da sind die Standard-Dinger drin mit Auto-Rotate, Bluetooth, Screen Record haben wir tatsächlich auch mit dabei, Screenshot. Also da sind wir relativ frei in der Gestaltung. Was interessant ist, was ich hier nicht sehe, ist, dass wir keinen Flugmodus haben. Das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Kann aber sein, dass der auch erst aktiviert wird in dem Moment, wo wir eine SD-Karte drin haben, weil aktuell können wir eh nichts groß senden. So, dann kriegen wir nochmal in die Einstellungen schnell. Wir sehen das hier, sind die ganz klassischen Sachen. Ich kann hier mal ein bisschen dichter rankommen. So, also da ist auch nichts extrem Verrücktes dabei. Storage ist vielleicht nochmal interessant, was das Gerät tatsächlich bietet. Wir haben hier insgesamt 32 GB ohne SD-Karte, die hier vergeben sind. Und noch mal hier über das Tablet Modell TK806 Android Version 11. Das ist, finde ich, auch okay. Es reicht vollkommen aus für ein Kindertablet. Und ansonsten haben wir hier die ganz Standard-Einstellungen, die wir eben so machen können. So, und das ist im Prinzip dann das gute Stück.